Ich bin für die Arbeit als Model in New York und so sah mein erster Tag aus. Ich bin relativ früh morgens zusammen mit meinem Freund in die Stadt gefahren, denn wir mussten einige Dinge in Manhattan besorgen. Leider hat es geregnet und das Wetter war nicht ganz so gut. Deshalb haben wir uns zuerst die Soho-Häuser hier angeschaut und waren dann im ersten Supermarkt. Leute, das war Vitamin C. Sieht einfach aus wie Gummibärchen. Und grundsätzlich war ich sehr schockiert von den Preisen. Zahnpasta $10, eine ganz normale Haarmaske $10. Und deshalb haben wir nach einer günstigeren Alternative gesucht und haben einen Laden gefunden namens Lotless. Hier haben wir dann einiges eingekauft, sind wieder nach Hause gefahren und haben noch gekocht.